Wenn wir alle sind, beginnen wir pünktlich. Herzlich willkommen im Namen des Vereins GEAC. Mein Name ist Erik Brandt. Ich bin Regionalleiter Deutschschweiz für den Verein GEAC und begrüße Sie hier freundlicherweise so zahlreich, wie ihr erschienen seid. Und gleichzeitig haben wir auch online noch Gäste. Wir sind etwa 25, 30 Personen hier im Saal und noch einmal etwa 25, die sich online zugeschaltet haben. Es freut mich, Ihnen heute den GEAC in einer speziellen Form zu präsentieren. Der GEAC, für mich ist es eine Erfolgsgeschichte. Erfolgsgeschichte, warum? Letztes Jahr haben wir 100.000 Publikationen gemacht und das seit 2009, als wir begonnen haben. Also 100.000. Bereits ein Jahr später, also Ende letztes Jahr, hatten wir 20.000 mehr, also bei 120.000, und jetzt sind schon fast wieder 10.000 dazugekommen. Also es wird sicher nicht 10 Jahre gehen, bis wir 200.000 haben. Was sind die Erfolgsfaktoren dahinter? Das sind natürlich einerseits die Kantone, die uns tatkräftig unterstützen. Sie machen Anforderungen, aber sie machen auch Gesetze. Das freut uns natürlich, das gibt Schub. Aber auf der anderen Seite haben wir die GEAC-Experten, die tatkräftig da hier mithelfen. Und am Schluss ist es natürlich ein funktionierendes Tool, das benötigt wird, und eben auch die Qualitätssicherung, die wir haben. In dem Sinn haben wir gerade zwei Sachen angesprochen, die wichtig sind. Einerseits die Weiterentwicklung, da wollen wir euch die Neuerungen vorstellen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite einen Einblick geben in die Qualitätssicherung. Hierzu habe ich Monika Hall, die den ersten Teil machen wird. Sie ist von der FHNW, und Cyril Degen, der ist vom Verein GEAC. Er wird den zweiten Teil zur Qualitätssicherung machen. Wir werden je einen 20-minütigen Block haben, also 5 Minuten Fragen. Und dann wird der zweite Block sein, und am Schluss werden wir auch noch einmal eine 5-minütige Möglichkeit haben, um noch einmal Fragen zu stellen. In dem Sinn würde ich gleich beginnen und bitte Monika Hall auf die Bühne. Monika Hall ist Projektleiterin bei der Fachhochschule Nordwestschweiz. Sie ist seit 2009 bei der Fachhochschule und betreut dort seit Beginn weg, also wirklich von der ersten Stunde, wo sie für den GEAC arbeiten und dort wissenschaftliche Untersuchungen, Studien und so machen. Und du gibst uns einen Einblick in die Erneuerung. Besten Dank. Ja, vielen Dank, Erik, für die Einführung. Genau. Ich bin seit 2009 an der Fachhochschule und auch, ich muss sagen, mein erstes Projekt war gleich mit dem GEAC. Sie wissen ja, der wurde 2009 online geschaltet. Und meine erste Aufgabe war, für ein Online-Tool eine Schulung zu machen. Aber dieses Online-Tool gab es noch gar nicht. Das heißt, wir haben da mit Screenshots gearbeitet, um dann die ersten Experten auszubilden. Das war also eine sehr spannende Zeit, die wir da hatten. Ich möchte nicht sagen, dass die Zeiten jetzt nicht mehr spannend sind. Im Prinzip eigentlich jetzt die ganzen, kann man sagen, 12 Jahre, die es den GEAC gibt, sind eigentlich immer spannende Zeiten. Man sieht, wie der sich weiterentwickelt, wie das mit den Experten geht und so. So, was ich nun heute machen möchte, ist Ihnen Neuerungen vom GEAC-Tool präsentieren. Sie wissen ja, ab 2023 kommt eine ziemliche massive Änderung des GEAC-Tool, und die möchte ich Ihnen jetzt näher bringen. So, im Prinzip gibt es drei Punkte. Zum einen, es gibt den Wechsel von der SEA 381.1, von der 2009er Version auf die 2016er Version, also Berechnung Heizwärmebedarf und des entsprechenden Grenzwert ändert sich. Dann gibt es sehr viele Neuerungen im Bereich des Heizungs-Warmwasserrechnung, also Richtung Speicher, Verteilverluste und so weiter. Und dann wird eine CO2-Etikette eingeführt, also neu eingeführt. Um Sie nochmal einzustimmen, möchte ich gerne nochmal auf die Energieetikette zurückkommen. Es gibt ja zwei im GEAC. Die erste Energieetikette ist rein für die Gebäudehülle, Heizwärmebedarf. Und die zweite Energieetikette ist ja für die Gesamtenergie, wo nicht nur die Heizwärme, sondern auch die Energie fürs Warmwasser und eigentlich für Geräte, Beleuchtung und alles weiter auch noch mit reinzieht. Berechnet wird das, Sie berechnen ganz normal Ihren Projektwert, Heizwärmebedarf bzw. auch Ihren ganzen Energiebedarf für diese einzelnen Verbraucher inklusive Nutzwirkungsgrade, weil Sie müssen die Endenergie berechnen und anschließend ja auch noch die gewichtete Endenergie. Der Grenzwert, also wir beziehen ja den Projektwert auf einen gewissen Grenzwert, ist auf der einen Seite der Neubaugrenzwert, der 381.1 für die Etikette Gebäudehülle,
und auf der anderen Seite im Prinzip ein Referenzgebäude mit einer fossilen Heizung auf der Seite für die Gesamtenergie. Was man noch wissen muss, wie gesagt, die Etikette Heizwärmebedarf ist Stufe Nutzenergie, also das, was am Heizkörper ankommt. Und die Etikette Gesamtenergie ist gewichtete Gesamtenergie, also das heißt die Endenergie mit den Primärenergiefaktoren gewichtet. Hier in diesem Fall sind es die nationalen Gewichtungsfaktoren. Wie komme ich dann zu der Klassierung? Man macht also einen Quotient oder bildet ein Verhältnis aus Projektwert und Grenzwert und bekommt dann eine Prozentzahl hinaus. Und ist der Projektwert gleich dem Grenzwert, das heißt, ich bin bei 100%, lande ich an dieser Grenze Etikette B und C und diese 100% gehören noch in die Energieetikette B. Ist mein Projekt hat einen doppelt so hohen Wert wie den Grenzwert, dann habe ich 200% und dann lande ich genau noch in der Etikette D. Also Sie sehen, die Klassierungen sind immer diese Prozentzahlen in Abhängigkeit von dem Neubaugrenzwert. So, darauf aufbauend gehe ich jetzt zu den Änderungen, die jetzt dann mit der Neuerung einkommen. Sie sehen hier, wie die Etikette berechnet werden. Auf der linken Seite sehen Sie den Heizwärmebedarf, links den Grenzwert der 380.1, daneben dann die Säulen für den Projektwert. Wenn Sie das durcheinander dividieren, bekommen Sie eine Prozentzahl und dann wird das Gebäude eingeteilt in die Etikette. Dann geht es weiter. Wir rechnen mit den Verteilverlusten und dann das Warmwasser dazu und die Strombedarf dazu, kommen zu einer Gesamtenergie. Diese werden gewichtet und dann kommen wir zur Gesamteffizienz und teilen das dann auch durch den Wert von dem Referenzgebäude und kommen dann auf die gewichtete Gesamteffizienz. Nun, was wird geändert? Wir haben zum einen hier die 380.1. Mit der neuen Version gibt es natürlich einen neuen Grenzwert und es wird auch ein bisschen in der Berechnungsmethodik geändert. Dann, wie schon gesagt, im Heizungsrechner ist viel passiert, also die ganze Speichersache und Verluste-Sache. Da gibt es Neuerungen, dann das Gleiche auch fürs Warmwasser. Das heißt, hier gibt es größere Änderungen und man kann sich auch vorstellen, wenn wir Änderungen hier in diesen blauen Säulen und in den roten Säulen haben, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Gesamtenergieeffizienz. So, der Wechsel 380.1 von 2009 auf 2016, was bedeutet das im Grenzwert? Sie kennen vielleicht diese Formel, sie besteht aus einem Basiswert und einer Steigerung. Diese Werte wurden jetzt reduziert, das heißt, der Grenzwert wird auch kleiner. Wir haben die thermische Gebäudehülle wird jetzt neu ohne B-Werte gerechnet. Hier wird die Fläche etwas größer und wir haben eine neue Temperaturkorrektur, die ja abhängig davon ist, wo Ihr Gebäude steht. Da gibt es auch Neuerungen mit der Jahresmitteltemperatur und so weiter. Insgesamt läuft das daraus, dass der Grenzwert kleiner wird, also von 2016, der wird kleiner als 2009, das heißt insgesamt die Anforderungen werden strenger. Was hat das für eine Auswirkung auf den GEAG? Hier ein Beispiel. Sie wissen ja, Neubaugrenzwert ist ja diese 100%, genau zwischen B und C die Grenze. Nehmen wir mal an, wir haben 40 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, das ist der alte Grenzwert, dann ist die Grenze zu der Kategorie C und D 50% weiter, das heißt 60%, Grenze zu D und E sind dann 80% und so weiter. Und Sie sehen schon, die Klassenbreite sind immer 20 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Bei der neuen Norm, die ja einen strengeren Grenzwert hat, sind wir dann bei 36 Kilowattstunden pro Quadratmeter, sind die 100% und dann sind natürlich 50% mehr, nur noch 54%, dann 72%. Die Klassenbreite ist nur noch 18 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das heißt, Sie sehen hier beim neuen Grenzwert, der fängt schon bei einem tieferen Wert an und die Klassenbreite werden schmaler. Das heißt, für Ihr Bestandsgebäude wird das wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es in einer etwas schlechteren Klasse als vorher landet. Wie diese Auswirkungen sind, möchte ich Ihnen an einem Mehrfamilienhaus darstellen. Und zwar, vielleicht kennen Sie das noch aus Ihrer Schulung. Es ist ein Mehrfamilienhaus hier in Basel, 4 Etagen, 24 Wohnungen. Sie sehen hier die einzelnen Daten. Wir haben eine Ölheizung, wir haben einen Warmwasserspeicher mit 1000 Liter und gekocht wird mit Gas.
Wie sieht das jetzt bei der Etikette Gebäudehülle aus? Wir sehen hier den neuen und den alten Grenzwert. In blau der alte Grenzwert, die 29,4 Kilowattstunden pro Quadratmeter. In neu dann sind es nur noch 28. Das ist relativ wenig, dieser Unterschied, macht aber natürlich nachher in der Etikette etwas aus. Der Heizwärmebedarf sind 83 Kilowattstunden pro Quadratmeter und ja, der bleibt gleich. Ich habe es extra ausgerechnet mit der alten und mit der neuen Norm, da tut sich nicht viel. Aber wenn wir das Verhältnis bilden, bekommen wir andere Prozentzahlen. Bei der alten, also mit der 209er Version gerechnet, bekommen wir auf 282%, was noch Kategorie F ist. Mit der neuen Version gerechnet, kommen wir auf 295%, was auch noch F ist. Also hier findet jetzt kein Klassensprung statt. Aber Sie können sich vorstellen, wenn der Ausgangswert etwas näher an der Klassengrenze ist, dass es dann springt. Also es kann wirklich sein, dass Ihr Gebäude dann etwas schlechter abschneidet mit der neuen Norm als Grundlage. Ja, wie sieht das mit den Neuerungen bei Heizung und Warmwasser aus? Zum einen, es wird einen Holzofen als Zusatzheizung jetzt geben. Es wird verschiedene Speicherungsmöglichkeiten geben. Die Verluste werden neu berechnet von den Verleihleitungen. Dann die Wärmeverluste aus dem Warmwasser werden neu angerechnet, als das vorher war. Und der Energiebedarf für Heizung, Heizband und Zirkulation wird erneuert. Und bei der Hilfsenergie haben wir auch Neuerungen. Gehen wir kurz ins Detail. Hier haben wir noch die Auswirkungen auf Richtung Endenergie und Hilfsenergie. Aber wenn wir jetzt ins Detail gehen, der Holzofen als Zusatzheizung. Zum einen darf der nur maximal 10% des Heizwärmebedarfs ausmachen. Es ist also wirklich eine Zusatzheizung. Dann, es gibt keine Verteilverluste, weil das ist ja quasi der Cheminée im Raum. Der hat keine Verteilleitung. Es gibt keine Hilfsenergie. Und es muss ein Hauptwärmeerzeuger noch vorhanden sein, also für die restlichen 90%. Also es ist wirklich eine Zusatzheizung. Kommen wir zum Speichertyp und der Zuordnung. Momentan können wir, oder im Tool ist leider nur ein Warmwasserspeicher. Im neuen Tool oder ab nächsten Jahr wird es dann einen Heizungsspeicher, einen Warmwasserspeicher und einen Kombispeicher geben. Also hier gibt es eine deutliche Änderung. Wir haben weiterhin diese fünf Wärmeerzeuger, die wir einsetzen können. Und die Zuteilung ist folgendermaßen. Sie können jetzt mit Wärmeerzeuger 1 zum Beispiel den Warmwasserspeicher heizen. Sie können auch noch einen zweiten Wärmeerzeuger dort zuschalten oder sogar noch einen dritten Wärmeerzeuger. Sie können mit dem ersten Wärmeerzeuger zusätzlich auch noch einen Heizungspuffer erwärmen. Und dann sind wir auch schon bei der Zuordnung. Also ein Wärmeerzeuger kann maximal 2 Speicher erheizen. Und ein Speicher kann maximal von 3 verschiedenen Wärmeerzeugern gespeist werden. Also hier haben Sie eine relativ hohe Flexibilität. Das geht dann so weiter, Wärmeerzeuger 3 und 4 können einen zusätzlichen Heizungsspeicher beheizen und Wärmeerzeuger 5 kann zum Beispiel einen Kombispeicher beheizen. Der Kombispeicher, hier müssen Sie dann noch aufteilen, wie viel Prozent sind Warmwasser und wie viel Prozent Heizung. Das müssen Sie dem Programm dann sagen. Ja, wie sieht das mit den Verteilverlusten aus? Hier einmal zentrale Heizung, also zentral heißt jetzt, Sie haben wirklich eine Heizung unten im Keller, was das ganze Haus beheizt, oder Sie haben Etagenheizen. Das ist zusammengefasst jetzt für Zentralheizung. Wärmeverluste sehen Sie hier, grüner Pfeil oder grüner Haken heißt komplett rückgewinnbar, wird also angerechnet, und schwarz, wenn Sie im unbeheizten Teil sind, die Wärmeverluste sind nicht rückgewinnbar. Beim Warmwasser ist es ähnlich. Auch hier im nicht beheizten Bereich sind die natürlich nicht rückgewinnbar. Und im beheizten Bereich sind sie teilweise rückgewinnbar und die werden dann der Heizung zugeschlagen. Bei dezentral gibt es keine Verteilleitungen, das heißt, hier haben wir keine Verluste. Und dort muss man sich dann keine Gedanken über, ist es rückgewinnbar oder nicht machen, weil die gibt es einfach nicht. So, also die Neuerung bei den Heizungen, jetzt vielleicht nochmal etwas ganz konkreter, Verteilverluste, wir ändern auch die Berechnungsvorschrift. Wir haben damals angefangen mit der SEA 2031 von 2009, mittlerweile haben die Normen sich geändert, sind auch erweitert worden. Also neu werden die Verteilverluste jetzt nach der SEA 384-3 gerechnet. Speichertyp, wie gesagt, momentan gibt es nur einen Warmwasserspeicher. Ab nächsten Jahr haben Sie Heizungsspeicher, Warmwasserspeicher und Kombispeicher. Und die Verluste vom Speicher,
werden nicht mehr nach der 2021 gerechnet, sondern ja, getrennter Heizungsspeicher und Warmwasserspeicher entsprechend den Normen, die dafür ja da sind. Was wir im GEAG eine Ergänzung gemacht haben beim Heizungsspeicher ist, wir haben eine Stutzenqualität eingeführt, weil nämlich dieser Heizungsspeicher nach Norm nicht unterscheidet, ist es ein neuer Speicher oder ein alter Speicher. Und über die Stutzenqualität können wir dann sagen, da haben die eine Auswahlmöglichkeiten, wie Sie das ja auch schon kennen, mit sehr gut, gut, mittel und ungenügend. Und über diese Stutzenqualität können Sie dann quasi Ihre Qualität des Speichers auch darstellen. Beim Warmwasserspeicher ist leider in der Norm, gibt es für Speicher mit der Größe unter 2000 Liter keine Formel, sondern da gibt es eigentlich gar nichts. Und für unser Tool brauchten wir irgendwas, um das ja zu berechnen. Und dort haben wir die Formel, die für 2000 Liter und größer vorgesehen ist, die nehmen wir für alle Größen. So, und dann geht es noch, wie werden die Verluste alle berechnet? Bislang wird eigentlich alles vom Warmwasser auch dem Warmwasser gut geschrieben. Dort gibt es jetzt eine Änderung. Die Verluste vom Warmwasser werden jetzt der Heizung gut geschrieben. Und wir haben auch die Speicherverluste vom Warmwasserspeicher wird der Heizung zugeschrieben. Und vom Heizband, die Verluste werden auch der Heizung zugeschrieben. Also hier gibt es auch einen deutlichen Wechsel. Ja, dann geht es noch um den Elektrizitätsbedarf von Heizband und Zirkulation, das ist ja schon lange eine Diskussion, dass da die Werte so hoch sind. Auch hier hat sich die Norm jetzt geändert. Wir gehen weg von der SIA 380-4 hin zur SIA 385-2, also hier auch ein Wechsel, wie das berechnet wird. Dann haben wir noch die Hilfsenergie, ja, vom GEAG alt, Anlehnung 380-4, geht es jetzt zum GEAG neu, wir bleiben bei dieser Norm, weil es gibt eigentlich keine bessere Berechnungsmöglichkeiten. Wir haben aber hier ein kleines Update gemacht, einige Basisparameter angepasst, ja, so ein bisschen, sage ich mal, aktualisiert. So, mit diesem ganzen Hintergrund, wie sieht es jetzt mit der Gesamteffizienz aus, der zweiten Energieetikette? Hier sehen Sie die Formel, wie der im Hintergrund der Referenzwert berechnet wird. Sie kennen es vielleicht aus dem Merkblatt, das ist gleich geblieben, ob von 2009 oder 2016, die Berechnung ist gleich geblieben. Sie sehen hier der erste Term mit dem QHLI, hier geht der Grenzwert der 380.1 ein und da der sich ja ändert, der wird ja ein bisschen kleiner jetzt mit der neuen Norm, hat das natürlich auch einen Einfluss hier auf den Grenzwert für die Gesamtetikette. Die restlichen Zahlen bleiben aber alle gleich, also Warmwasser und für den Strom. Der Rest bleibt alles gleich, nur dieser Wert für den Neubaugrenzwert. Das heißt, der Grenzwert für die Gesamteffizienz wird auch ein Tick kleiner. So, wie sieht das jetzt bei unserem Mehrfamilienhaus aus? Wir haben hier wieder Etikette Gesamteffizienz, einmal neu und alt. In alt der Referenz, war der Referenzwert die 110 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Neu wären das jetzt 109, also es ist wirklich nur eine kleine Änderung. Aber in blau hier der Gesamtenergiebedarf berechnet mit dem alten Rechnungsverfahren. Da sind wir bei 213 Kilowattstunden pro Quadratmeter, also das ist jetzt immer noch gewichtete Endenergie. Kommen dann auf diese 194%, was noch die Kategorie D entspricht. Wenn wir jetzt das ganze Gebäude mit dem neuen Verfahren rechnen, also mit den neuen Speicherverlusten, mit den neuen Verteilverlusten, neue Hilfsenergie und ja all das, was jetzt umgebaut wird, erhöht sich leicht der Energiebedarf von dem Projektwert auf 229. Das gibt dann natürlich eine neue Prozentzahl. Und in diesem Fall sind dann diese 210%, dann springen Sie wirklich über die Grenze und Ihr Gebäude landet leider in der etwas schlechteren Klasse. Das passiert aber nur bei Gebäuden, die wirklich nahe, ja, nahe einer Grenze sind. Wenn die Projektwerte nicht so nah an der Grenze sind, dann springen die nicht. Ja, das waren mal 380.1 die Neuerungen und Neuerungen im Heizungs- und Warmwasserrechner. Und der dritte Punkt sind ja noch die CO2-Emissionen. Dort wird es eine neue Etikette geben. Und Sie sehen hier die Einstufung auch von A bis G. Das bleibt genauso gleich wie bei den anderen Etiketten. Hier gibt es aber keine Prozentzahl, es gibt keinen Referenzwert, sondern absolute Zahlen. Also wirklich in Kilogramm CO2 pro Quadratmeter und Jahr. Man bekommt eine Null, wenn man keine fossile Wärmeerzeugung hat,
Genau, es geht darum, es geht um den Scope 1, also nur Verbrennung vor Ort, also Strom wird nicht gerechnet. Das heißt, eigentlich gilt diese CO2-Etikette nur für Gebäude, die eine Ölheizung und eine Gasheizung haben. Sobald sie ein anderes Heizsystem haben, sind sie bei Null und haben die Kategorie A. Das ist also ähnlich, wie das jetzt Minergy auch macht. Hier, wenn Sie genau diese Kategorien jetzt immer von 0, 5, 10, 15, 20, 25 Kilogramm pro Quadratmeter und Jahr, die werden noch mit der Temperaturkorrektur multipliziert, also genauso wie beim Heizwärmebedarf, eine Anpassung sozusagen an Ihren Klimastandort. Das heißt, wenn Sie in Alpen bauen, dürfen Sie etwas mehr CO2 sozusagen ausstoßen für die entsprechende Kategorie, wenn man im Tessin baut, halt ein bisschen weniger. Für dieses Mehrfamilienhaus habe ich das einmal ausgerechnet. Wir haben ja die Ölheizung und dort kommen wir auf knapp 44 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter und Jahr, was dann in der Kategorie enden würde. Hier auch nochmal der Hinweis, es ist wirklich das reine CO2 mit den BAFU-Emissionskoeffizienten, also das sind jetzt hier keine Treibhausgasemissionen. Wie sieht es dann im Dokument aus? Wir brauchen ja eine neue Etikette. Jetzt sieht es gerade so aus, unser Mehrfamilienhaus ist bei der Gebäudehülle in der Kategorie F und in der Gesamteffizienz in der Kategorie D. Mit der neuen Berechnungsweise 380.1 und den ganzen anderen Änderungen sieht das jetzt folgendermaßen aus. Die Gebäudehülle bleibt in der Kategorie F, haben wir ja gesehen. Wir bleiben noch unter dem Klassensprung. Aber die Gesamteffizienz, die rutscht in Klasse E. Wir haben gesehen, wir sind ja ganz knapp an diesem Grenzwert oder an dieser Grenze gewesen und wir sind jetzt einfach oben drüber gesprungen. Das heißt, hier haben wir eine Klassenverschlechterung und zusätzlich kommt dann die CO2-Emissionsetikette sozusagen auf der rechten Seite dann dazu, genauso diese Abstufung A bis G. Und unser Gebäude hat ja diesen hohen CO2-Emissionswert gehabt und landet in der Kategorie G. Ich habe da mal dick Entwurf draufgesetzt, weil so ganz klar ist das Design, glaube ich, noch nicht. Also wie das jetzt genau aussehen wird, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber Sie können sich darauf einrichten, es wird kommen und in irgendeiner Form werden diese Energieetikette dort dargestellt werden. Ja, damit komme ich auch schon zur Zusammenfassung. Was wird neu im GEAG Version 6.0? Ganz klar die Umstellung von Berechnung Heizwärmebedarf, also von der 380.1, von der Version 2009 auf 2016. Vor allen Dingen mit dem neuen Grenzwert, der halt deutlich strenger ist und damit auch diesen Einfluss auf die Klassenbreite hat. Wir haben natürlich die Umstellung von Megajoule auf Kilowattstunden, dass das jetzt endlich dann mal gleich wird. Im Tool ging das momentan ja so ein bisschen durcheinander. Dann, was sonst mit der 380.1 ist, wir haben andere Zeitkonstanten, die Wärmespeicherfähigkeit ändert sich ein bisschen, die B-Werte ändern sich, die thermische Gebäudehüllfläche wird nicht mehr mit B-Werten gerechnet, also was die 380.1 so mit sich bringt. Dann im Bereich Heizung und Warmwasser haben wir ja, die Einführung von Holzöfen als Zusatzheizung, wie gesagt mit der Einschränkung maximal 10% des Heizwärmebedarfs. Dann Einführung dieser verschiedenen Speichertypen, also Heizungsspeicher, Warmwasser und Kombispeicher. Und dann natürlich im Hintergrund Update der Berechnungsverfahren. Wir haben ja, uns an die neueren Normen angepasst und diverse Ergänzungen dort gemacht. Wir haben die Verluste werden anders angerechnet, weil das jetzt auch in der Norm so ist. Wir haben diese rückgewinnbaren Wärmegewinne, genau vom Warmwasser werden jetzt der Heizung zugewiesen. Und wir haben eine Korrektur und Anpassung bei der Hilfsenergie gemacht. Ja, und guter Letzt werden auch die CO2-Etikette neu eingeführt. Und ja, hier sehen Sie im Prinzip auf einen Blick sozusagen die gesamten Neuerungen, die auf Sie zukommen werden. Vieles läuft im Hintergrund, das werden Sie gar nicht sehen. Aber gerade mit den Speichern werden Sie sehen, dass Sie neue Eingabeaufforderungen haben, weil Sie haben jetzt einfach auch die Möglichkeit, das alles, ja, ich sag mal, detaillierter darzustellen. Und das macht sich natürlich in der Eingabe dann auch bemerkbar. Ja, damit bin ich auch am Ende meiner Präsentation angekommen und stehe natürlich für Fragen gerne zur Verfügung. Besten Dank, Monika, für deine ausführlichen Informationen. Es ist natürlich nicht ganz einfach, wenn wir ein Publikum haben, das sowohl als
GEAK-Experten oder GEAK-Expertinnen besteht und solchen, die eben das noch nicht sind, vielleicht noch werden. Aber nun, das sind diese Informationen, die natürlich sehr spezifisch sind. Ich würde in dem Sinne eröffnen, wenn Fragen sind. Wir machen zuerst hier aus dem Saal Fragen zu beantworten und werden dann auch noch versuchen, online eine aufzufangen, falls eine hereinkommt. Wen darf ich bitten für eine Frage? Wir haben ein Mikrofon, das rumgeht. Bitte sprecht dann ins Mikrofon hinein. Hier vorne haben wir gerade eine Frage. Mein Name ist Markus Bloch, bin GEAK-Experte. Kurze Frage, aktuelles Beispiel. Eine Holzheizung, die kann ja mit einem Wärmetauscher ergänzt werden, zum Beispiel zum Warmwasser machen, Schwedenofen oder auch einen Schmiedeeinsatz. Ist das auch abzubilden? Müsste sich da ein separates System, also zwei separate Systeme dann wählen oder vielleicht muss man das auch ein anderes Mal noch beantworten? Okay. Ja, das ist wieder so, ich sag mal, so ein bisschen Sonderfall. Das ist jetzt so direkt eins zu eins nicht abzubilden. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen schauen, wie man das macht. Gut, weitere Fragen? Du bist da in der Mitte. Ja, ich habe noch eine kurze Frage. Sind denn jetzt berechnete Gebäude, werden die Etiketten geändert oder behalten die die alten Etiketten? Entschuldigung, ich habe Ihre Frage nicht ganz verstanden. Weil die Mikrofone sind nach vorne. Berechnete Gebäude, die jetzt eine Etikette C haben und nach der neuen Berechnung eigentlich den Grenzwert überspringen würden, verlieren die Etikette oder behalten sie die bei? Aha. Das ist eine Frage an euch. Es gibt eine Übergangszeit. Also von mir aus gesehen, die Etiketten, die bleiben so. Aber Cyril, hast du noch genauere Angaben hierzu? Sonst nehmen wir die Frage auf, dass wir doch im Anschluss dies dann klären werden. Es werden auch Informationen zu geben. Vielleicht gerade Andreas Meyer, der uns noch eine Information hierzu geben kann. Nein, also die bleiben. Also sonst müssten wir ja 120.000 Gebäude neu etikettieren. Ja, ja. Bestehende Etiketten bleiben, wie sie sind. Danke. Dann haben wir hier vorne noch eine Frage. Ja. Wurde das bewusst in Kauf genommen und dass man sagt, ja, die Gebäude werden ja auch immer energieeffizienter? Darum soll auch die Klassifizierung sich jetzt anpassen oder ist das irgend so ein Nebeneffekt, dass Gebäude jetzt von heute auf morgen in unterschiedliche Klassen rutschen? Also wir haben ja gesagt, also die Gebäude, die ja schon GEAK haben, die werden weiterhin mit dem, sag mal, mit dem alten Verfahren gerechnet werden. Also und dann wird es, wenn sie dann ab einem bestimmten Stichtag neue Gebäude machen, die werden dann nach dem neuen Verfahren gerechnet werden. Also das heißt, Ihre alten Gebäude werden nicht mit dem neuen Verfahren gerechnet werden. Okay. Das heißt, das bleibt, es ist ja auch wegen Förderung und so, Sie brauchen da einfach ja Planungssicherheit. Also es wird dann, soweit ich weiß, laufen sozusagen die zwei Rechner eine ganze Weile parallel, bis dann vielleicht in 3-4 Jahren, wo dann wirklich irgendwann gesagt wird, so, jetzt schalten wir den alten Rechner ab und dann läuft nur der neue. Es ist aber schon klar, dass auch der GEAK muss sich an die Entwicklung der Normen ja, anpassen. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die Etikette und auf alles. Aber meine, es wäre auch nicht gut, wenn der GEAK 20 Jahre alt ist und wir sind immer noch auf dem Normenstand von vor 20 Jahren. Also das geht auch nicht. Es gibt immer diese Sprünge. Ja. Das ist der erste Sprung jetzt? Oder wurde es schon mal angepasst? Nee, das ist jetzt der erste Sprung. Genau. Ist noch. Da in der Mitte haben wir noch eine Frage. Letzte Frage, dann würden wir weitergehen. Wir haben dann am Schluss noch einmal eine Danke. Gesamtfragerunde. Mein Name ist Keller Paul, ich bin Energieberater und GEAK-Experte. Wenn ich jetzt bestehende GEAKs habe, die ich ausstelle, die haben ja 5 Jahre Gültigkeit. Und Sie sagen, in 4 Jahren werden die umgestellt. Muss ich die aufdatieren? Oder? Nein, Entschuldigung. Nein, nicht umgestellt. Also Sie müssen dann nicht nochmal neu rechnen. Ihre GEAKs, die Sie jetzt ausstellen, behalten Ihre 5 Jahre Gültigkeit, ja. Egal was das Tool macht. Aber Sie müssen, das war jetzt eine Hausnummer, in diesen 4 Jahren, wenn Sie jetzt planen, dann müssen Sie ja auch nächstes Jahr, ich sag mal, noch mit dem alten Tool rechnen können, weil Sie haben ja jetzt mit dem geplant und Fördergelder beantragt und so weiter.
Aber es ist natürlich ein Riesenaufwand, zwei GEAC-Rechenkerne nebeneinander her, ich sag mal, zu unterhalten. Und irgendwann ist dann Schluss. Vielleicht ab 2025 können Sie nicht mehr ein GEAC nach 2009 rechnen, aber die GEACs, die Sie bis dahin ausgestellt haben, die bleiben natürlich gültig. Wenn Sie aber dann eine Aufdatierung machen, dann müssen Sie wohl auf die 16er rübergehen. Danke. Ich bin froh, wenn Sie bis 2028 warten. Sehr gut. Wir haben online keine Fragen. Wir würden dann am Schluss noch einmal einen Block machen, eine Fragerunde. In dem Sinne, Monika, besten Dank für deine Ausführung. Dann bitte ich Cyril Degen auf zum Podium. Cyril Degen ist Leiter von Qualitätssicherung beim Verein GEAC und er ist seit März 2017 bist du GEAC-Experte. Genau. Wir sind gespannt. Ja, wie gesagt, mein Name ist Cyril Degen. Ich bin seit knapp anderthalb Jahren beim Verein GEAC verantwortlich für die Qualitätssicherung. Ich bin, wie Erik schon gesagt hat, selber GEAC-Experte und möchte euch heute einen Einblick in die Qualitätssicherung geben und ein paar Erkenntnisse und Tipps aus der Praxis mit euch teilen. Ja, an der Qualitätssicherung stellt uns natürlich immer wieder die Frage, was ist ein guter GEAC? Ich habe hier einen Auszug aus dem Online-Tool, wie wir ihn teilweise bekommen. Ihr kennt das als Experten, wir haben da jetzt in diesem Beispiel kein Bild, wir haben keine Beschreibung, das ist geschrieben, dass es eine Außenwand ist. Wir haben Orientierungen, Flächen, einen U-Wert von 0,5. Die Beantwortung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist nicht ganz einfach und ich möchte euch heute ein bisschen aufzeigen, wie wir vorgehen und wie wir solche Dinge dann beurteilen. Zuerst möchte ich noch kurz zurückgehen auf das, was Erik gesagt hat. Der GEAC ist eine große Erfolgsgeschichte. Wir haben im 2010 begonnen. Im 2017 gab es dann einen Knick und wir haben jetzt wirklich jedes Jahr auch immer wieder 10% mehr Publikationen. Letztes Jahr waren es über 20.000 und wir erwarten dieses Jahr auch wieder einige mehr. Die Geschichte der Qualitätskontrolle, die ist ein wenig anders. Es gab im 2017 eine Stichprobenkontrolle, initiiert durch die Kantone. Daraus ist dann das Bedürfnis entstanden, dass wir das mehr systematisieren. Wir haben dann im 2019 mit den ersten Kontrollen wirklich begonnen. Und ab 2020 haben wir wirklich einen Qualitätssicherungsprozess, so wie wir ihn heute haben. Denn diesen Prozess verbessern wir aber auch selber stetig weiter. Heute prüfen wir daher etwa 1000 Publikationen, also wir prüfen nicht nur Beratungsberichte, sondern auch einfache GEACs, GEAC-Neubau auch. Und wir prüfen immer einen Experten, also wir prüfen nicht einzelne Publikationen, sondern wir wählen einen Experten aus und prüfen dann etwa 4 Publikationen. Es gibt etwa 250 Experten, die wir jährlich prüfen, von diesen 1500, die wir plus minus im Moment haben. Und die Auswahl, die verteilen wir auch ein bisschen entsprechend der Kantone. Also im Kanton Bern gibt es sehr viele Publikationen, deswegen prüfen wir dort auch mehr GEAC-Experten als jetzt beispielsweise im Kanton Appenzell. Da haben wir eher weniger Experten und weniger Prüfungen, dementsprechend verteilen wir das entsprechend. Ja, wie wählen wir einen Experten aus? Das haben wir teilweise leider Reklamationen, das ist zum Teil von den Kantonen, von den Energieförderstellen, aber auch von Endkunden, die nicht zufrieden sind. Wir prüfen Experten, die sehr viel publizieren, strenger, also vielleicht alle 2 Jahre mal, wirklich unsere Top-Experten, die sehr viel publizieren. Oder, und das ist der Großteil der Auswahl, den wir vornehmen, das ist einfach zufällig aus den entsprechenden Kantonen. Wie ist denn der Ablauf einer solchen Prüfung? Also als erstes erhält dann ein GEAC-Experte ein E-Mail, mit den Nummern der Objekte, die wir gerne prüfen würden und der Aufforderung, dass wir wirklich alle Unterlagen bekommen. Das ist sehr wichtig für uns, dass ihr möglichst alle Unterlagen schickt, wie U-Wertberechnungen, Flächenauszüge, B-Werte, WPS, was auch immer ihr habt, weil das hilft uns enorm in der Prüfung, damit wir sehen, wie seid ihr zu diesen Eingaben, zu diesen Resultaten gekommen. Die Prüfung, die wird dann von einem Prüfexperten durchgeführt, das sind alles selber auch zertifizierte GEAC-Experten, die auch aktiv sind und die prüfen dann die Publikationen, beurteilen die und das führt am Schluss zu einem Mitteilungsschreiben.
Da gibt es ein Gesamtresultat, entweder ist es gut, wir sind zufrieden, es ist teilweise gut, es gibt Verbesserungsvorschläge oder es gibt eine Aufforderung zur Qualitätssteigerung. In diesem Fall, ich gehe dann vorher noch, nachher noch darauf ein, gibt es auch eine Nachprüfung. Was auch wichtig ist, wir erstellen immer auch eine Kopie, die wir an den Kanton schicken zur Information. Ja, im Detail, ich habe einen kurzen Auszug, ein paar hier drin haben es schon gesehen, das ist die ganz neue Version, ein paar noch nicht. Wie sieht denn so ein Mitteilungsschreiben aus? Wir haben neben links einen kleinen Auszug von zwei Publikationen, die bekommen ein Gesamtresultat jetzt, genügend, gut oder mangelhaft. Und es gibt dann verschiedene Kategorien, wir haben hier die opaken Bauteile, ich hoffe, ihr könnt es lesen, ist ein bisschen klein, das ist jetzt ungenügend, es gibt dann einen Kommentar, hier als Beispiel dieser Kommentar 1.2, der ist Boden, der U-Wert ist nicht nachvollziehbar, wählen Sie den U-Wert mithilfe der Liste im Online-Tool, erstellen Sie eine separate Berechnung oder nutzen Sie eine andere öffentliche Quelle. Oder ein anderer Kommentar, der dann auch dazu gibt, warum übernehmen Sie nicht den im Ubacus berechneten U-Wert für das Flachdach? Dieser liegt bei 0,43, nicht bei 0,6. Das sind so typische Hinweise, die wir erhalten. Was auch dazu führt, dass wir viele Kommentare haben, also das wird je nachdem sehr umfangreich und gibt entsprechende Anmerkungen. Ich habe es vorhin kurz angetönt, je nach Resultat führen wir eine Nachprüfung aus. Ich möchte das auch noch kurz erläutern, wie das funktioniert. Zu Beginn gibt es eine Auswahl des Experten. Wir führen eine erste Prüfung durch. Wenn wir teilweise zufrieden sind oder die Qualität gut ist, ist der Prozess abgeschlossen, alles vorbei. Wenn wir eine Aufforderung erstellen zur Qualitätssteigerung, dann erhält der GEAC-Experte mindestens 6 Monate Zeit, damit er die Erkenntnisse, die aus dem Mitteilungsschreiben umsetzen kann in der Praxis und erhält dann frühestens 6 Monate wieder eine Einladung zu einer Nachprüfung. Dann wieder dasselbe Spiel, teilweise erfüllt oder gut, der Prozess ist abgeschlossen. Wenn die Qualität wieder unzureichend ist, kommt es zu einem Gespräch mit uns vom Verein GEAC und Vertretern vom Kanton, wo es darum geht, dass der Experte auch Stellung beziehen kann zu diesen Mängeln. Und es geht auch darum, vor allem, wie wir die Qualität in Zukunft steigern können. Es gibt dann auch wieder Zeit, um das umzusetzen für den Experten. Das ist also nicht ein Hauruck-Prozess, sondern wir geben da viel Zeit. Es kommt dann zur dritten und letzten Prüfung. Auch da wieder gut oder teilweise erfüllt. Der Prozess ist abgeschlossen. Wenn es dann immer noch ungenügend wäre, dann würde das zu einem Entzug der Zertifizierung führen. Das ist aber etwas, das ich definitiv sagen kann, das ist etwas, das wir nicht wollen. Wir wollen eigentlich wirklich einen Qualitätsverbesserungsprozess anstoßen. Und damit es nicht so weit kommt, gibt es ein paar Grundsätze, die ich heute mit euch hier noch teilen möchte. Also als erstes zu uns von der Seite Prüfung. Wir prüfen in erster Linie die Einhaltung der Normen. Dazu gehören auch die Reglemente und dazu gehören auch die zugrunde liegenden Normen, im Speziellen die SIA 83.1. Wir wissen auch in der Qualitätssicherung, ein GEAC ist keine exakte Wissenschaft. Es gibt gewisse Toleranzen. Bei uns ist das, bei Zahlen werden, sagen wir, etwa 10%. Also wenn die EBF um 10% falsch ist, dann machen wir keine Anmerkung, dann lassen wir das okay sein. Wenn es unserer Meinung nach mehr als 10% falsch ist, dann gibt es entsprechende Anmerkungen. Die Anforderungen bezüglich Form und Inhalt, wir haben diverse Kapitel, die sind auch sehr subjektiv, da wird geschrieben, gerade im Beratungsbericht, das Kapitel 3 als Beispiel, das ist natürlich eine subjektive Bewertung, die da vorhanden ist. Schlussendlich haben wir für uns wir zählen die Fehler zusammen und ab einer gewissen Schwelle ist dann eine Publikation ungenügend und das führt dann zu einem entsprechenden Mitteilungsschreiben. Einfach zur Info, aktuell in einem GEAC Plus, da prüfen wir rund 185 Punkte und bewerten dieses, also relativ umfangreich. Wie ich vorhin schon erläutert habe, am Beispiel, die Anmerkungen sind zum Teil sehr zahlreich und es ist wirklich uns ein Anliegen, wir wollen keinen Experten oder Expertin diskreditieren. Es geht wirklich darum, dass wir einen Verbesserungsprozess anstoßen.
Nun eigentlich eine wichtige Folie. Wenn ich jetzt von wir spreche, dann meine ich mich als Experte und euch auch als Experten. Wir sind Experten und ich denke, wir dürfen stolz auch sein darauf. Es ist nicht so einfach, Experte zu werden. Es braucht eine breite Ausbildung, es braucht Erfahrung, um Experte zu werden. Aber die Erwartungen vom Verein, von den Kantonen und auch von den Auftraggebern, von unseren Auftraggebern, die sind auch, dass wir arbeiten wie ein Experte. Und zusammengefasst auf drei Punkte ist es, dass wir uns an die Normen und Reglemente halten, die es gibt. Das ist der Punkt 1. Der zweite Punkt ist, dass wir unabhängig beraten mit unserem Expertenwissen, Fachwissen und unserer Erfahrung. Und der dritte Punkt ist, dass wir sicherstellen, dass ein anderer Experte unsere Arbeit auch nachvollziehen kann. Und wenn wir diese drei Kernpunkte einhalten, dann sollten wir keine Probleme bekommen. Ich möchte da noch kurz auf einzelne Punkte eingehen. Reglemente, Sie haben alle einen neuen Vertrag bekommen, anfangs dieses Jahres. Da gibt es auch diverse Reglemente dazu. Führen Sie sich die zu Gemüte. Ich würde am ehesten mal das Produktereglement empfehlen. Da steht auch drin, was sind die Pflichten eines GEAC-Experten bezüglich Vorortbegehung. Dinge, die früher ein bisschen unklar waren, sind da jetzt alle besser beschrieben. Zum zweiten Punkt möchte ich vor allem kurz die Unabhängigkeit hervorheben. Es kommt immer wie mehr auch aus dem Markt der Druck, vor allem in Kantonen auch, wo die Muckenvollzug kommt mit dem Heizungsersatz. Da darf man nur noch eine Ölheizung ersetzen, wenn ich Gesamtenergieeffizienz D bin. Da kommt ein Druck auf uns zu, auch sonst bezüglich Fördergeldern, quasi ein Gebäude schön zu rechnen. Und ich möchte hier appellieren, bleiben Sie unabhängig als Experte. Sie sind der Fachmann, Sie kennen die Normen, bleiben Sie diesem treu. Und zum letzten Punkt, die Nachvollziehbarkeit im Vergleich zu meinem Energienachweis bei einer Baueingabe nach SIA 381. Da wird jeder Energienachweis wird von einer Prüfstelle, sei es ein anderes Ingenieurbüro bei einer Stadt oder die private Kontrolle, wird jeder geprüft. Und wir machen hier eigentlich dieselbe Berechnung, aber wir erwarten, dass es wir als Experten auch die entsprechende Berechnung mit der gleichen Seriosität durchführen. Ja, ich komme jetzt zu den praxisnahen Hinweisen. Ja, was sind so die häufigen Fehler, die wir eigentlich in der Qualitätssicherung im letzten Jahr gefunden haben und wie kann man die verhindern? Wir haben hier eine Liste mit den Top 10 Fehlern aus dem 2021, die sind auch sortiert nach Häufigkeit. Ich denke, die kann jeder mal selber kurz durchlesen. Ich werde nun kurz auf die ersten drei eingehen. Ich würde euch gerne mehr erzählen, aber dazu fehlt leider die Zeit. Der erste, das ist der Fehler in den Flächendämmperimeter. Auch hier die Flächenermittlung, die führen wir nach den Vorgaben der SIA durch. Insbesondere haben wir Außenmaßbezug, das heißt, es zählt von ganz links vom Gebäude bis ganz rechts. Es zählt von unten inklusive Decke bis ganz oben inklusive Decke. Häufig sehen wir auch, dass Treppenhäuser vergessen gehen oder der Estrich irgendwie nicht abgebildet wird oder nicht konkret oder nicht korrekt. Am Schluss hat jedes Gebäude, sei es saniert oder unsaniert, eine thermische Gebäudehülle. Und das ist immer ein dreidimensionaler Kubus. Und da gibt es einfache Möglichkeiten, das zu plausibilisieren. Zum Beispiel muss in der Regel der Kellerboden gleich groß sein wie der Estrichboden. Wenn ich ein Flachdach habe, ist es auch das Gleiche. Die Flächen müssen gleich groß sein. Beim Steildach, dann dürfen wir auch wieder mal mit dem Cosinus Phi ein bisschen Überschlags rechnen. Dann müsste das auch mit der Neigung etwa passen zum Boden. Das sind ganz einfache, grobe Plausibilisierungen, wo man sehr schnell merkt, ist das plausibel oder nicht. Auch hier ein Hinweis, bitte dokumentiert auch die Flächenberechnung. Es muss nicht sein wie im Energienachweis. Es kann sein im Energienachweis. Es reicht je nachdem schon nur ein Foto, wenn ihr von Hand eine Berechnung macht, ein Foto, dass irgendwie, dass ihr selber oder ein anderer Experte dann das eben nachvollziehen kann. Das ist völlig ausreichend. Den Hinweis möchte ich aber trotzdem auch machen. Wir sehen das oft auch im Kurs. Es gibt gute Experten, die dokumentieren die Flächen wie in einem Energienachweis nach SIA 381 mit Labeln, Bezeichnungen, das ist alles ganz klar. Ist aber nicht zwingend, möchte ich auch betonen. Ein Beispiel dazu, eher ein bisschen extremes Beispiel.
Das ist der Plan auf der linken Seite von einem Dachgeschoss. Da gibt es beheizte Flächen, unbeheizte Estrichflächen. Orange ist beheizt, weiß ist nicht beheizt. Auf der anderen Seite hier haben wir die Eingabe auf den übrigen Wänden. Da müsste es diverse Wände geben gegen unbeheizt. Das wurde jetzt hier einfach nicht erfasst, ging leider vergessen. Ich möchte zum nächsten Thema, das ist ein bisschen ähnlich, geht auch um die Flächen, ist die Energiebezugsfläche, ist aber eine sehr wichtige Fläche, die sehr stark ins Gewicht fällt. Auch hier, da sind die Erwartungen, dass wir das nach den Vorgaben der ESIA machen und auch hier bitte irgendwie dokumentieren, sei es ein Foto eines Fresszettels oder irgendwie, dass das nachvollziehbar ist. Was wir auch haben, ist, dass die Nutzung auf den Plänen falsch ist. Das Extrembeispiel, die Waschküche wird nicht mehr als Waschküche benutzt, sondern die wurde umgebaut in ein vollwertiges Zimmer, das beheizt wird mit einem Fenster. Und auf dem Plan von 1950 steht halt noch die Waschküche. Dann bitte schreiben Sie das auf den Plan oder machen eine Anmerkung, idealerweise auch noch mit Fotos dokumentieren, dann hat sicher niemand irgendwelche Einwände gegen das. Auch hier generell haben wir ein bisschen schon mehrmals ein Problem festgestellt mit dem Telefonspiel. Ich sage, der GEOC-Experte geht vor Ort, macht die Aufnahmen und gibt es dann einem Mitarbeiter weiter, der erfasst die Dinge am Schluss im Tool und es kommt halt nicht mehr das an, was er vor Ort gesehen hat, sondern halt ein bisschen etwas anderes. Und da einfach der Appell am Schluss, der Experte unterschreibt diesen GEAC, also der Experte ist verantwortlich für die Begehung, aber auch für das Endresultat und bezeugt das mit seiner Unterschrift. Ich habe hier ein Beispiel dazu, das ist genauso ein Telefonbeispiel, wie sich dann gezeigt hat im Gespräch mit dem Experten. Wir haben hier auch den Grundriss von einem Obergeschoss, es hat da noch die kleinen Estriche auf der Seite, ich denke jeder Experte kennt die. Die sind am Schluss einfach in die grüne Fläche, in die EBF eingerechnet worden und ich denke, es sollte allen klar sein, das ist halt einfach falsch. Aber es wurde halt trotzdem so gerechnet und so publiziert. Ja, nun noch der letzte Punkt, den ich euch gerne erläutern werde, das sind die U-Werte. Die U-Werte sind oft nicht nachvollziehbar. Es gibt unserer Meinung nach geeignete Quellen. Das sind Standortwerte aus dem Online-Tool. Wenn es schnell gehen muss, kann man diese nehmen. Wenn man es genauer machen will, eine externe Berechnung. Oder es gibt Bauteilkataloge vom BFE. Mir ist auch noch einer bekannt vom Swisstec. Da gibt es diverse. Das sind auch gute Quellen. Was wir wirklich nicht gerne sehen, sind Handgelenk mal Pi-Schätzungen, das einfach ja so, das ist etwa so. Die Best Practice, die wir sehen, ist, dass der Experte vor Ort geht, die Konstruktion abschätzt und daraus ergibt sich der U-Wert. Das ist das beste Vorgehen. Viele Experten machen das auch sehr gut, aber es fehlt dann wie die Dokumentation dazu, es ist nicht mehr nachvollziehbar, Sie können es teilweise dann auch selber nicht mehr nachvollziehen. Es ist nicht mehr klar, wie in dem Beispiel, den wir am Anfang hatten, wieso ist das jetzt 0,5. Und bei U-Werten möchte ich wirklich auch speziell den Hinweis geben, diese 10%-Regel, die wir am Anfang, die ich erwähnt habe, die ist sehr schnell erreicht. Wenn wir einen U-Wert von 0,6 auf 0,5 abenden, dann ist das schon deutlich über 10%, dann ist das schon fast 20%. Und wenn wir das bei jedem Bauteil als GEAC-Experten machen, dann haben wir auch einen entsprechenden Fehler oder Ungenauigkeit da drin. Ich möchte nun noch auf ein kontroverses Thema eingehen. Wir machen ja als GEAC-Experten immer auch diese Plausibilitätsprüfung zum Verbrauch mit diesen plus minus 20%. Das kann eine Legitimation sein, um U-Werte zu ändern, aber nicht in jedem Fall. Ich möchte das anhand von zwei Beispielen vorstellen. Das erste Beispiel ist, wie wir es sicher alle kennen, eine massive Backsteinziegelwand. Die ist innen ungedämmt, außen ungedämmt. Das ist in den Plänen so dokumentiert. Da haben wir schlicht und einfach keinen großen Spielraum, um aufgrund von der Plausibilität das zu ändern. Der U-Wert, der wird irgendwo um 1 sein, egal welchen Ziegel das ich nehme oder wie ich rechne.
Ankerum gibt es einen anderen Fall als Beispiel. Wir haben ein Dach, das wurde nachträglich gedämmt, das wurde schön verkleidet. Wir können als Experte vor Ort nirgends erkennen, ist es voll gedämmt oder nicht. Das ist vielleicht schon 20 Jahre her, der Bauherr weiß es auch nicht mehr genau. Und haben wir, ob das voll gedämmt ist oder nur halb gedämmt, doch einen massiven Unterschied im U-Wert. Und in solch einem Fall ist es durchaus legitim, dass wir aufgrund der Plausibilitätsprüfung sagen, ja okay, ich nehme mehr Dämmung an, als ich vielleicht vermutet habe, weil ich sehe es schlicht und einfach nicht. Ja, wir kommen nochmals zum eingangs erwähnten Beispiel, das wir hatten mit dieser Eingabe, wie wir sie ab und zu halt doch immer wieder sehen. Ich kann Ihnen leider sagen, ja, für uns in der Qualitätssicherung genügt das leider nicht. Und ich hoffe nun, dass Sie ein bisschen ein Verständnis haben. Was ich aber sehr wichtig finde zu betonen ist, wir wollen wirklich niemanden vor den Kopf stoßen, sondern wir wollen auf sehr hohem Niveau, es sind Prüfexperten, die einem anderen Experten über die eigene Arbeit ein Feedback geben. Wir möchten ein konstruktives Feedback geben und so einen Verbesserungsprozess anstoßen. Damit wäre ich eigentlich am Ende. Das hier ist nochmal die vollständige Liste der Top-Fehler. Ihr seht da auch ein bisschen, was kommt häufig vor und was eher wenig. Und ich lasse die mal so stehen und stehe jetzt für Fragen zur Verfügung und nachher oder auch noch am GEAG-Stand freue ich mich sehr auf Gespräche mit euch. Puh, danke vielmals, Cyril, für deine Erläuterungen. Ich habe gelernt, dass es, wenn man viele Top-Fehler macht, dass es garantiert keinen Nobelpreis gibt. Nehmt euch das wirklich auch zu Herzen. Auf der Seite online habe ich keine Fragen gesehen. Ich gehe gleich ins Publikum, spreche euch an. Habt ihr Fragen hierzu an Cyril über die Qualitätssicherung? Ganz viele Arme hoch. Da hier gleich in der Mitte zuerst gewesen. Eine ist schon wieder zurückgezogen. Ja, Leonhard, guten Tag. Ja, guten Tag, Leonhard. Gibt's, also Sie... Ihre Seite sieht uns als Experten, aber wir haben auch bäuerische Zahlungen. Also wenn wir Experten sagen, 381 müssen wir erfüllen. Wenn ich als Architekt oder Energieberater ein 381 offeriere, dann ist das ein anderes Honorar, als wenn ich ein GEAG Plus mache. Und im GEAG Plus hat es noch... Die Heizung. Hat es noch andere Sachen, wo wir mit berücksichtigen wollen? Also wieso werden wir auf der Planerseite immer als Experten hingestellt und beim Zahlen, dann ist man dann knausrig. Das ist das eine. Und das andere ist, eben wie ich Ihnen schon gestern gesagt habe, in 2013 hat es eine eidgenössische Finanzkontrolle gegeben, wo der GEAG Plus aufgefordert wurde, Verbesserungen zu machen. Jetzt sind wir 10 Jahre später, es ist immer noch so. Wir wollen auch mal euch prüfen. Also der GEAG Plus Online-Tool, das muss man auch sehen. Wir sind die, die Kartoffeln auf dem Acker ernten bei den Kunden. Und wir sollen endlich Verbesserungen für unsere Seite sehen. Das ist einfach, es ist ein Fakt. Wenn wir 10% von meinem Honorar ist, das sind für 2000 Franken ein Expert, ein GEAG Plus, das ist auch schnell verbraten. Also ich kann da nur aus meiner Erfahrung, eigenen persönlichen Erfahrung sprechen und auch wie wir das bei uns im Prüfteam handhaben, oder? Also was Sie ansprechen ist so, wir haben einen Marktdruck vom Preis und einen Erwartungsdruck vom Resultat und das ist ein Spagat, in dem wir uns bewegen. Das ist... Teil unseres freien Marktes, den wir haben. Das haben andere Branchen auch in anderen Bereichen und wir sind dem leider auch ausgesetzt. Und grundsätzlich kann ich einfach sagen, dass mir persönlich ein großes Anliegen ist, dass wir wirklich auch Experten haben, die diese Prüfungen machen. Das sind nicht irgendwelche Schreibtischtäter, sondern es sind alles. Also ich bin der Einzige, der wirklich voll beim Verein GEAG angestellt ist und die anderen sind selber aktive Experten, die selber publizieren, also die kennen das aus dem Tagesgeschäft und deswegen bin ich auch entsprechend überzeugt, dass wir ein nötiges Augenmaß haben. Ja. Ist gut. Weitere Fragen?
meinen Blick ins Dunkle schärfen. Es gehen keine Hände hoch. Online haben wir keine zusätzlichen. Dann würden wir hier eigentlich dann abschließen, bevor alle gerade weggesprungen sind. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal 2-3 Mal unterstreichen, das, was ich gesagt habe mit dieser Erfolgsgeschichte. Am Schluss sind es die Experten, die die Liegenschaftsbesitzer beraten. Wenn die nicht vor Ort sind und diese Diskussion führen würden, hätten wir nicht diesen Erfolg. Wenn wir mit der Qualitätssicherung das sicherstellen können, dann kommen die Kantone, die es weiterhin unterstützen. Und wenn sie es unterstützen, fördern, kriegen wir als Experten auch wieder mehr Arbeit. Das ist der kleine Kreis, den wir hier schließen können. In dem Sinn ist es ein großes Dankeschön an alle Expertinnen und Experten für ihre tägliche Arbeit, die sie draußen machen. Wir haben, wenn sie dann nach wenn Sie herausgehen, werden für alle, die hier sind, wird Laura dort am Tisch noch ein Präsent für alle haben. Nehmt das bitte. Wir haben im Raum, das weiß ich nicht genau, wo der ist. Laura, kannst du mir das noch sagen, wo das Apero ist? Gleich hier darüber. Ihr seid alle eingeladen. Es kommt von unserer Seite auch als Dankeschön daher. Bitte erfreut uns auch hier oder beim Stand, wenn ihr noch einmal vorbeikommt und noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr die sehr gerne stellen. Ebenfalls an die Community, die online ist, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei der Infostelle oder die GEAC-Experten sollen ihr Anliegen an geac@geac.ch schreiben. In dem Sinn, besten Dank für die Aufmerksamkeit und es freut mich, Sie anschließend im Apero oder beim Stand noch einmal begrüßen zu können. Vielen Dank. Merci.